Also vor 4 Jahren haben sich Teile der Betriebsgruppe auf den Weg gemacht, um mit unserem Arbeitgeber über eine Erhöhung des Personalschlüssels und somit eine bessere und sichere Patientenversorgung zu verhandeln. Diese Verhandlungen und ein unbefristeter Erzwingungsstreik im Sommer 2015 haben die Bundesrepublik aufhorchen lassen. Der erste Streik für Personal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland führte zu einem Sturm von Medienberichten über unhaltbare Zustände in Deutschlands Kliniken. Kämpferische Kolleginnen innerhalb von Verdi riefen Kliniken im Saarland und in Hamburg dazu auf, sich zu organisieren, sich zu mobilisieren und endlich unserem Beispiel, dem Beispiel der Charité, zu folgen. All das haben wir einer verdammt kämpferischen Betriebsgruppe zu verdanken. Hat bereits in den Verhandlungen 2006 und 2011 gezeigt, wie verdammt erfolgreich so ein Streik sein kann. Und wir sind verdammt stolz darauf, so einen Flächenbrand entfacht zu haben. Wir sind stolz darauf, dass wir gemeinsam für Kolleginnen und Kollegen, Patientinnen und Patienten und Angehörige auf die Straße gehen und für ihre Würde kämpfen. Dem an Profitmaximierung orientierten Gesundheitssystem die Stirn zu bieten. Denn es ist eine Schande, dass eines der höchsten Güter, nämlich unsere Gesundheit, noch zu Gewinnen für Klinikbetreiber werden soll. Immer weniger, teils sogar ungelernte Kräfte, sollen in immer weniger Zeit immer mehr Patienten betreuen. Was dabei aber viel zu kurz kommt, ist der Mensch. Ist die Begleitung des Patienten und der Angehörigen des verdammt nochmal Lebenskrisen. Es ist die Würde des Kranken und es ist verdammt nochmal unsere eigene Würde. Der Kapitalismus, die geldgierig führenden Köpfe des Gesundheitswesens, lässt uns Pflegekräfte, unsere Patienten verbluten. Aber wir wären verdammt nochmal keine Pflegekräfte, wenn wir nicht den Mut hätten, eine verdammte Blutung zu stillen. Mit unserem Streik im letzten Jahr haben wir begonnen, einen Verband um die klaffende Wunde des kapitalistischen Gesundheitssystems zu legen. Wir haben den Verantwortlichen auf Landes- und Bundesebene gezeigt, dass wir uns nicht ausbeuten lassen. Wir haben den Verantwortlichen gezeigt, dass wir mehr wert sind. Wir haben den Verantwortlichen gezeigt, dass unsere Geduld am Ende ist und nicht nur unsere Geduld. Bundesweit gab es im letzten Jahr so viele Streiktage wie seit Beginn der 90er Jahre nicht mehr. All die Arbeiter, die im letzten Jahr der Ausbeutung durch profitorientierte Konzerne entgegengetreten sind, müssen zusammengeführt werden, um ein unmissverständliches Zeichen zu setzen. Ein Zeichen, das so laut ist, dass selbst die durch Macht getaubt gewordenen Politiker es hören können. Ein Zeichen, das so groß ist, dass selbst die vom Geldgier blind gewordenen Konzernchefs es sehen können. Ein Zeichen, das so laut ist, dass selbst die von Demütigung, Ausbeutung und Arbeitsdruck Betroffenen und teilweise abgestumpften Kollegen es spüren können. Brauchen wir kämpferische Gewerkschaften, die gemeinsam mit uns für eine Verbesserung in diesem Land kämpfen. Wir brauchen sozialistische Organisationen wie die SAV, die die Streikenden unterstützt, die den Menschen eine Stimme gibt, die das dumpfe Echo des Kapitalismus verstummen lässt. Ich bin während des Streiks in die SAV eingetreten, weil ich gesehen habe, wie wichtig es ist, sich zu organisieren. Sich zu organisieren, um gemeinsam, in Solidarität vereint, gegen ein System zu kämpfen, in dem ein Mensch nur so viel wert ist, wie der Profit, den er erwirtschaftet. Wenn du keine Wellen schlägst, musst du fester treten. Wenn wir alle gemeinsam treten, ohne zu organisieren, wird die Welle, die wir schlagen, den Neoliberalismus überschwemmen. Sie wird zu einer Flut aus Antworten gegen den drohenden Rechtsruck in unserem Land. Sie wird das Land umgraben und die Macht der Arbeiterklasse hervorspülen. Lasst uns ein Miteinander leben, das niemand ausschließt, das solidarisch.
dass Krieg, Verfolgung und Diskriminierung geschlossen entgegentritt, um sie zu besiegen. Nur Passeran, sie werden nicht durchkommen!